Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer JB und willkommen zu einem neuen Commentary. Ja, heute mal eine gediegene P90 Moab auf der Map C-Town im Modus FFA. Das Gameplay geht knappe 3 Minuten. Deswegen komme ich gleich zum ersten Thema. Und zwar, gestern habe ich ein Video auf dem Kanal der Junior Taylors hochgeladen. War ein Global Offensive Gameplay, also CSGO, Gun Game. Und ja, lässt sich auf jeden Fall ansehen und ich werde den Link davon auf jeden Fall mal in die Beschreibung gucken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, guckt auf jeden Fall auch bei den Junior Taylors vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann das nächste Thema ist, ich wurde gefragt, ey, du hast angekündigt ESL Gameless, wann geht's denn los? Ich habe jetzt den ersten Part von meinem ersten 2-in-2 Ladder Match schon hochgeladen. Den muss ich nur noch freischalten. Und ich werde das ganze Game in 4 Parts unterteilen. Das heißt, es werden jeweils 2 Maps gespielt. A12 Runden, Attack und Defend. Das heißt, 4x12 Runden. Das heißt, 4 Gameplays pro Map 2 Stück. Also jeweils Attack und Defender. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Und ja, auf jeden Fall 4 Gameplays. A 15 Minuten oder circa 15 Minuten. Das heißt, ihr könnt da ordentlich was zu sehen bekommen. Und ich muss dazu sagen, dass die Soundqualität von den ersten 4 Games nicht so gut ist, weil ich habe das Problem mit meinem Klinken-Headset, dass wenn ich meine Klinken-Headsets anschließe an meinem PC, dass ich da so ein komisches Fieben im Hintergrund habe. Und ich bekomme das Ding einfach nicht weg. Und ich habe da so einen Adapter, aber wenn ich den anschließe, ist das Fieben weg, aber ich höre dann kaum noch was. Und das ist ja eigentlich schon recht wichtig in so einem ESL-Match. Ich meine, das Ganze ist zwar nur just for fun, ich bin auch nicht der beste ESL-Spieler, da ich seit ungefähr einem Monat so richtig aktiv spiele. Aber trotzdem, ich bin ja eine Soundtoure, das wissen ja die meisten und deswegen spiele ich da lieber auf Sound. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen, nicht, dass ihr dann unter dem Video vielleicht die Soundqualität scheiße und so, wenn ich was rede, das weiß ich selber. Aber ich denke mal, es hält sich in Grenzen und ich verspreche euch auf jeden Fall, das ist nur bei den ersten vier Gameplays und danach werde ich mit meinem Standmikro aufnehmen und da ist die Soundqualität deutlich besser. Jo, dann noch, ich spiele zurzeit wenig ESL, beziehungsweise kaum, deswegen wollte ich mal so ein bisschen als Showcaster agieren. Das heißt, wenn ihr auf PC spielen solltet und im Clan seid und spielt zum Beispiel MW3 5v5 Clan War gegen einen Clan, der gleichwertig ist vom Skill her, dann könnt ihr mir gerne eine PN schreiben. Und ja, ich würde das Ganze dann aufnehmen, das heißt, ich agiere als Showcaster. Das heißt, ich gehe mal in das Team, mal in das und ja, schaut dann so, was eure Taktik ist, wie ihr vorangeht, welche Waffen ihr so spielt und dies und das. Und dann werdet ihr noch eine der Personen dazu nehmen. Das heißt, wir sind immer 2 Showcaster und ja, kommentiert dann euren Clan War und würdet es dann auf meinem Kanal hochladen. Der Vorteil ist, ich habe dann wegen Videomaterial im ESL-Bereich und ihr könnt dann euren Clan-Kanal oder generell eure Kanäle ein bisschen supporten. Und ich denke mal, das ja, hört sich ganz gut an und ich hoffe, ihr freut euch auf die Idee. Auf jeden Fall schreibt mir dann PN. Denn das Gameplay ist zu Ende und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer JB.